Digga, wem gehört diese gelbe Scheißkiste? Jungs, chillig. Und schreien, wuh, wuh! Apache bleibt gleich, hey, hey! Was geht, Alter? Markier den Harten, Bro! Jetzt kann das nicht weiter, Alter. Wenn man der Sache auf den Grund geht, merkt man das jetzt in der Tat nicht so. Alter, du bist ja Apache 207. Ich bin Apache, sein Vater, der ist aus meinen Eiern gekommen. Alter, ich hab den Roller von ihm gefängt bekommen. Ernsthaft? Ja, der hat mir den Roller gefängt. Sag Walla? Walla. Hast du Geld? Ich hab kein Geld mehr, ich hab mir was gekauft eben. Neue Klamotten, jetzt hab ich nichts mehr. Wollen wir den Hof nehmen? Das sind zwei. Petro. Pass auf, ja. Lass anhalten. Können wir euch helfen? Was geht? Warum beleidigst du? Alter, können wir euch helfen? Wir haben uns gerempelt, Alter. Was ist das, Alter? Was soll die Scheiße? Bist du mal deine Taschenlampe aus meinem Auto, Alter, ich kann aussteigen. Warte. Ich kann dir die auch ganz tief ins Gesicht reinstecken, mein Freund. So, warte. Bist du dir sicher? Was wollt ihr hier? Ich würde dir lieber raten, nicht so frech zu sein, ja? Wieso, wer bist du? Dann bist du Superman oder was? Nee. Sondern? Will ich ja gar nicht sein, ja? Aber du lernst mich gleich gut kennen. Wer bist du denn? Interessiert dich ein Scheißdreck. Sei einfach nicht so frech und fahr vernünftig, respektvoll hier durch die Gegend. Du hast doch gerappelt, Alter. Was für fahr vernünftig. Digga. Fang erstmal an, richtig zu sprechen, ja? Nimm mal den. Alter! Was bist du, Mann? Was für Lernen, Alter? Das ist Geburtsfehler, Mann. Alles gut? Ja, das kann ja nicht wahr sein. Hey, yo, Alter, ich diskriminiere die anderen Menschen wegen ihrer Sprachfehler, Alter. Hat er dich diskriminiert? Du darfst gar keinen diskriminieren. Du hast doch mit deinem Gesicht gesehen, Alter. Keiner wurde diskriminiert. Was laberst du da? Brauchst du jetzt in die Fresse oder was? Du machst dich lustig über ihn? Du hast von mir gesagt, lass fressen. Sei nicht so frech, sag dir das einmal. Scheiß Wichser, Alter. Scheiß Wichser, Mann. Ey, Scheiße, Alter. Einfach beide gefickt, Alter. Ich küsse doch dein Herz. Hallo? Hallo. Können Sie erstmal den hier in Grau hochhalten? Wen? Den in Grau. Ganz der wichtig. Hier. Der in Grau. Der mit dem grauen Jacke. Ah, sorry. Ja? So. Also der hier, ja, vor mir. Ja, das müsste. Ich weiß nicht, ob der vor Ihnen ist. Ja. Ich hab hier eine kleine Auseinandersetzung, Alter. Ja, ich merk schon. Ja, hol den erstmal hoch, ich bleib bei dir. Ich hol den hoch. Ist der lustig, der Typ, Alter. Ich schwör, ich hab den das. Haben Sie einen Schalldämpfer benutzt eben? Ich, das weiß nicht, das war der andere Typ. Deswegen hab ich den ja auch abgestochen. Abgestochen? Ja, ich hab ihn abgestochen. Das gebe ich zu, aber der hat auch mit einem Schalldämpfer auf uns gestochen. Alles gut, ich bin meinen Kollegen getötet. Alles gut, der Herr. Korrekt, komm, wir hauen schnell ab, bevor die scheiß Dings komm. Nimm diese Karre hier. Ey, und nächstes Mal überlegt euch zweimal, mit wem ihr fickt, ihr zwei Schwänze. Habt ihr verstanden? Ich hab euch heute gefickt, Alter. Scheiß Rookies, Alter. Fickt euch, Alter. Oha, was liegt der Junge hier? Was mit dem Jungen passiert, ja? Shepard haben, dann darfst du nicht mehr in diese Situation haben. Was hubst du hier, Mann, Alter? Was boxst du gegen mein Auto? Arme Nacken, das ist Heuler, weißt du, die heulen nachher rum. Ja, ich weiß. Was hubst du hier, Mann, Alter? Was boxst du gegen mein Auto? Arme Nacken, das ist 80 Quadratmeter hier groß und du musst hier langfahren, oder was? Was laberst du? Wie, was laber ich, Mann? Ey, bitte, ich hab keinen Bock, dir deinen Schädel zu zertrümmern. Bitte geh einfach. Wie redest du? Ja, wie? Guck mal, ganz ehrlich, hier ist so ein kleiner Platz, wo ich langlaufe, du musst hupen oder was? Fahr doch außen rum. Wie natürlich? Na, kein Bock. Was Problem? Was ist das? Geh bitte weiter, bevor du deine Zähne ausscheißt. Kelp. Ey, hätte der einmal beleidigt, Gelb, ich hätte besser gezückt, die ganze doch früher, aber der hätte nicht beleidigt. Ja, was hast du gerade gesagt? Hä, was hab ich gesagt? Was? Was hast du gesagt? Ich hab gesagt, du bist ein richtiger Held.
Ich feier dich, Bruder. Du bist mein Vorbild, ehrlich. Sehr geil wie du. Wirklich jetzt. Die geile Choke-Chair mit dem Totenkopf, Digga, fehlt eigentlich nur noch. Mach doch das Bandana sonst um deinen Kopf wie so ein Piratentuch. Wird doch passen mit dem Totenkopf und so. Ja, okay, geh mal weiter jetzt. Alter. Geh mal weiter jetzt. Oder wie redest du? Wie rede ich, Alter? Du suchst doch hier Streit mit deiner Wichskiste, fährst mich fast um. Was hast du vor? Was scheiß willst du? Auf dich, Digga. Halt auf dich, Alter. Besser für dich, Mann. Schwanz. Ey, ich hätte so gehofft, dass er sagt, pack dein Messer weg, Digga, weil dann hätte er ja... Ja, wenn ich einmal abhau und mich einmal ab, Alex, ne? Was dann? Was ist dann? Was ist dann? Wie, was dann? Ja, warte, dann kannst du abwarten, Digga. Und wie, abwarten auf was? Ja, geh doch jetzt einfach, geh doch jetzt weiter. Warum suchst du denn Streitkampf ab? Noch eine... Digga, du bleibst doch gerade, du Opfer. Wie? War das nicht gerade eine Beleidigung? Ja, das... Kleiner Hund, du. Der hat so ein Dings. Digga, den haben wir richtig geballert, Digga. Was haben wir mit dem gemacht, ja? Ich schwöre, komm, wir müssen weg hier jetzt langsam. Wo ist denn unser Auto? Mit was für der Kiste sind wir denn gekommen? Guck mir das Auto gerade, mal kurz an. Gerade mit der scheiß Kiste Lüde. Gekommen, nee, ne? Geil, Leute. Ist auch gefickt. Was willst du denn für die Autos haben? Wir finden das nicht. Ich glaube, das hier war das, wa? Auch nicht. Komm hier. Hat jemand ein Reparaturkit? Fahr, Bruder, fahr. Jawohl. Edel, Alter. Richtig gut, Alter. Den haben wir richtig getag-teamt, Alter. Alter, was ist das für ein geiler Sound? Digga, du musst immer so feststehen, ne?